So, wir sind wieder in VOD und ihr seht, wir haben jetzt einen Trickster hier stehen. Der steht nicht nur zufällig hier, das ist nämlich meiner einer. Wie es dazu gekommen ist, würde ich euch ganz gerne in Form einer Folge zeigen. Ich habe aber nicht aufgenommen, weil ich doof bin. Schaut auf jeden Fall in die Folge rein beim Silent und beim Pumba. Die haben eine ganze Folge aufgenommen, weil die nicht so blöd zum Aufnehmen waren. Ja, weil ich check das fünfmal nach. Ist das erste Mal, dass mir das passiert ist, okay? Nee, aber check da auf jeden Fall mal rein, weil der Pumba, der sieht jetzt auch ein bisschen anders aus, kann ich mal zeigen. Wo ist mein Mauszeiger? Da. Steh mal auf, Kerle. Der steht, sieht jetzt ein bisschen anders aus. Bogen sieht zwar gleich aus, ist aber auch ein anderer. Wir haben den Pumba nämlich andere Kostüme geholt. Die da wären mit Crit. Wie und warum, was es damit auf sich hat, erklären wir in der Folge von Pumba und Silent. Jedenfalls in dieser Folge wollten wir das Ganze testen gehen. Deswegen gehen wir jetzt nochmal zu den Goblin Warriors zurück, die der Pumba gerade eben nicht killen konnte. Und schauen mal, ob der Pumba die jetzt kaputt bekommt. Das wäre jetzt die Idee. Und da wir da nur ein, zwei Lures machen werden und nicht nochmal eine ganze Folge machen wollen, werden wir dann nach der Geschichte noch ein paar Worker killen gehen. Ich glaube, Worker habe ich auf meinem Channel auch noch nie gemacht. Die beiden Jungs oder so nicht. Doch, Worker hast du schon mal gemacht, glaube ich. Ich meine, wir hatten doch mal eine komplette Quest da, Rhino auch. Aber ich weiß nicht, ob es die Worker waren. Nee, die Worker, ich glaube. Ich weiß auf jeden Fall, wo Pumba das erste Mal ins VOD gekommen ist. Das erste, was ihr gemacht hattet, waren die Worker. Ja, aber keine ganze Quest, glaube ich. Schaut einfach bei mir auf dem Channel und schaut meine ganzen Videos. Also ich müsste jetzt echt mal durchschauen, was wir gemacht hatten, aber ich bin mir ums Verrecken fast sicher, dass wir keine Worker gemacht hatten. Ich muss wieder aufpassen. Wegen meinem Trickster, ha? Huh? Natürlich. Wenn man drüber hovert, hovert man drüber. Kein Bock zu pixeln, Bruder. Dann. Einen auf professionell machen und nicht einfach Theater machen. Du kriegst aufs Maul. Soll ich dir helfen? Ein bisschen. Der Sword Trickster macht aber auch schon gut Damage. Und ich bin drüber gehabert. Perfekt. GG. Bruder, du bist so dumm. Und gleich habert er selber drüber. Nein, ich hab gerade so, Alter, gerade so wegmachen können, Bruder. Ich mach den Schamanen schon wieder aus der Party raus. So. Wenn ihr mehr Geheimniskrämer sehen wollt, schaut einfach unsere Videos. Lul. Ja gut, aber ich habe in den letzten paar Folgen von mir auch genug Namen geleakt, weil ich irgendwas vergessen habe zu pixeln. Vorsicht, mein Schamane und meine Mage stehen da auf der Brücke. Just saying. Erstmal drüber hovern. Ist ja nicht so, als hätte ich schon mehrmals den Namen deinen Schamane und deiner Mage geleakt. Ja, du bist ja der League-Meister hier. Ja, das ist mir wohl wahrscheinlich auch schon passiert. Aber ich glaube nicht so oft wie dir. Wenigstens hatte ich keine komplette Folge, wo der Schamane die ganze Zeit unten angezeigt wurde. Auf wen spielst du gerade an? Auf euch beide. Ah, du meinst mit der Partybox, oder? Ja. Wo das wirklich nur minimal noch zu sehen war, Alter. Lol, ja, ja. Aber du auch. Das war das Traurige. Okay, ich geb dem gerade nochmal ein Perfect hier. Den heile ich normal, den heile ich auch ein bisschen normal. Danke. Dem gebe ich auch ein bisschen was. Was, wem? An meinem Trickster. Also. Warum schießt du den Trickster aus der Safe raus? Weil ich den drüber haben, auf Ehre. Bleib da stehen, weil das Thema ist, umso weiter, das hatte ich ja eben, umso weiter wir reinkommen, umso größer ist die Chance, dass wir Arschköpfe kriegen. Das stimmt. Arschköpfe. Also ich bin entspannt, diese Limo schmeckt kacke.
Man muss dazu sagen, der Pumba hat sich gerade vor der Aufnahme noch auf dem Balkon eine Limo geholt. Ja, das ist die einzige Limo ohne Zucker, die ich überhaupt trinke, ne? Hab ich gedacht, nee, war keine Ahnung. Ja, scheinbar ist es doch nicht mehr. Wenn sie eiskalt ist. Oder die haben die Rezeptur geändert. Ich habe keine Ahnung. Nee, gar nicht wahr. Ich kaufe die mir eigentlich immer mit Zucker für die Kinder ohne. Nun. Ach ja. Was mit. Aua. Weil ich kann mit dir wetten, jetzt hast du ja alle Buffs, ne? Jo. Jetzt müssten die Mobs eigentlich zum größten Teil umfallen. Gerade mal gucken, wie viel Schwerter verbraucht denn der Partybuff? Zwei Schwerter verbraucht der Partybuff. Der normale verbraucht, glaube ich, immer wieder mal einen. Und das Zusammenziehen der Mobs verbraucht drei. Also ich sollte sonst keine Skills mit dem Trickster machen, außer zusammenziehen und vielleicht die beiden Blässe. Wobei ich glaube, ich mache bloß den Self-Bless, der müsste auch schon reichen. Ja, zusammenziehen, Self-Bless und die Schwerter von oben, ne? Ne, die mache ich nicht. Könnte ich machen, aber die 40k sind es mir nicht wert. Das ist ein bisschen Damage. Habe ich überhaupt das richtige Schwert mit dem gerade drinne? Ja. So. Ich glaube, das G59, was ich hatte, habe ich eh ins Lager zurückgelegt gehabt. Ich werde die ganze Zeit geheilt, ohne dass ich irgendwie der Schaden kriege? Ja, ich muss gucken, ob ich Target habe. Diesmal nehme ich immer. Was machst du? Nee, die Runde machst du. Okay, komm nach vorne. Also nee, wir bleiben ja hier stehen, tun wir das. Ich gehe mit dem Tricks noch kurz zwei Schritte nach vorne. Ja, ist gut. Vielleicht noch ein bisschen näher ran. So, ich stelle mich das mal zu dir hin. So. Dann mache ich den, warte noch nicht. Den Bless hier. Dann gibt es den Skill. Und jetzt kriegst du einen Bless. Jetzt kannst du anfangen. Der hat auf jeden Fall eine gute Menge. Mehr geht nicht. 25k. Ja, ein bisschen was hat noch gefehlt an Damage. Ich mach gerade den Tricks mal beiseite. Ja, ist gut. Ich sag's noch. Ist aber auch schön, wie das Geld jetzt auf einem Fleck liegt. Den ist auch geil. Ja gut, ganz reicht's noch nicht, ne? Du brauchst ein bisschen mehr Crit-Rate. Trinket muss man bei dir upgraden. Dringend. Weil da kriegst ja, Trinket hol ich. Du darfst alles clean, ne? Ja, dafür müssen wir halt Raids machen mit Les. Ja, das hatten wir ja mal vorgehabt, dass wir das mal machen. So anfangen, die ersten mal so gucken und so. Ja, oder, naja, oder erstmal Level 1, Level 2. Oder du gehst für die Dauer, wie du das Trinket upgraden willst, in OBF rein. Ich glaube, das ist fast noch lukrativer. Weil mit den kleinen Raids, so Level 1 oder was, wirst du nicht viel Material zusammenbekommen. Und ja, nur das Problem ist... Soll ich mir jetzt den Palaver da antun, der... Was für Palaver? Ich weiß es nicht. Ja, du weißt meine Englischkenntnisse und so. Da musst du kein Englisch können. Ach, wenn nur was ist, fragst du mich auch. Oder Kevin. Kevin, da kommt ein Dritter. Ja, alles gut. Er sagt, alles gut, dann alles gut, ne? So, jetzt muss er doch Lope. Ja, ich komm, ich rette dir den Arsch, oder? Bratsch.
So, ich stelle die Mobs gerade mal ganz kurz ab. Jetzt sag mal, lieber Puma, was hältst du von dem neuen Skill, den du jetzt bekommen hast? Ich weiß noch nicht, ich weiß nicht. Der macht schon ab und zu ein bisschen was und ja. Mhm. Er ist halt ein Cooldown-technisch, also den Damage holst du, kannst du nur über einen Cooldown holen, aber ja, der hat nicht so viel Schaden. Ob der so zwingend gut ist, keine Ahnung. Okay. Also ich. Ja, kann man brauchen. Kann man sich auch drum streiten, ne? Das ist mein Problem. Mhm. Also, ja, ich bin halt Oldschool-Spieler, ne? Aber neue Sachen reinbringen ist okay und ja. Mhm. Weiß selber, was ich meine. Ja. Den Archer haben sie halt wieder mal miserabel behandelt. Ja, also bei dem Skill bin ich auch nicht so überzeugt, muss ich gestehen. Was aber auch einfach daran liegt. Wo ich sagen muss, andere Chars hat es besser getroffen. Ja, das auf jeden Fall. Na, also ob es jetzt ein Goss ist oder ein Dieb ist, gehe ich mal von aus. Also Mages weiß ich überhaupt nicht, weil ich weiß gar nicht, was die bekommen haben. Ob die jetzt damit auch besser leben, ich habe keine Ahnung. Also ich habe jetzt eben beim Goss gesehen, ja, der hat schon ein bisschen was. Mhm. Ja, von meinem Goss habe ich den zweiten noch nicht, weil ich zuvor bin, die ganzen Skillpunkt-Questen zu machen. Lol. Gerade den interessanten Skill hast du nicht, wo du einfach mit per Knopfdruck chargen kannst, ey. Hatte der nicht auch einen relativ hohen auch 5 Minuten, Cooldown? Ja, auch 5 Minuten, aber trotzdem. Ja, aber das ist ein bisschen was. Das machst du jetzt mit deinem Trickster, ja? Ich will die mit dem UG machen. Okay, dann mach die mit dem UG. Das ist alles cool. Ich bleib den ganzen entspannt hier hinten sitzen. Zoom ein bisschen rein, dass der da ein bisschen näher rankommt. So. Entschuldigung. Alles gut. Mhm. Zack. Boah, jetzt stehen ja alle da. Das war im Metall gezogen. Egal. Bam! Alter. Die habe ich einfach mal geshadowslashed, ey. Ja, geil. Junge. Das war wirklich geil, Alter. Bam! Katze dreht wieder auch durch. Die Katze, die hat Bock, ey. Mir hat's ganz genau. Ich krieg den Trickster gerade nicht ins Target zum Heilen. Also in der Zeit, wo wir jetzt gerade hier chillen, kann ich ja mal kurz mit dem Goss zu der einen City. Ich weiß nicht, Pumba, hast du einen Porter zu dieser Geogene City? Village. Wie heißt das da? Geogene, irgendwie so. B-H-E-O. Nee, ich hab nur Dingens. Mein Gott, ey. Da wo wir die ganze Zeit waren, da hab ich Teleporter hin. Sonst gebe ich dir kurz einen. Nee, warte, ich schick schon welche, alles gut. Nee, ich geb ihm einfach per Trade, komm. Ich schick schon. Nein! Der Kevin braucht den noch, ich brauch den noch gar nicht. Nein, wir wollen da gleich hin, deswegen. Achso, der Kevin hat mir ein Message geschickt. Alles gut. Ich hab dir jetzt hingeschickt. Köpek! Tot! Also Maske auf und umballern. Du mich oder ich dich? Du mich? Ja, das will ich auch meinen. Ich werde mich wehren, versuchen zu wehren. Also ich muss... Vorteil nach dem Feierabend. Funktioniert hier halt nicht, Lil. Ich bin schnell im Teleporter ziehen und wenn ich nach Hondeln muss oder so. Was meinst du, wie schnell ich auf einmal in meinem D3 stehe? D3 war ich auch schon ewig nicht mehr. Ja, lohnt sich mit deinem Level auch nicht mehr. Ja, also ich muss sagen, wir waren das letzte Mal erst wieder in D3. Ja, stimmt, mit den Dailies ein bisschen.
Also das könnte ich ja zum Beispiel mit meinem 60er Dieb machen, wenn ich alleine bin und ich weiß nicht, was ich machen soll. Hab ein T3 und rumpfeln. Du müsstest noch G55 von mir haben, ne? Wer? Ich? Kevin. Für Dieb meinst du? G55 Dieb. Ja, Bart, ja, hast du den Dieb nicht direkt auf 60 geboostet? Doch, ist auf 60, aber ich habe ja keinen Stuff dafür. Dann der müsste auch Stuff bekommen haben. Nein. Ey, hast du keine Truhe im Inventar? Der müsste so eine Truhe im Inventar haben mit Klamotten. Ja, aber das ist ja auch 55. Ja, es gibt 55, da brauchst du das von Kevin nicht zurückholen. Aber ich meine, ich hätte da eine andere Klinge. Ich weiß es nicht, ich müsste mal Kevin gucken. Ja, ich guck grad mal. Da wir ja gerade sowieso nichts anderes zu tun haben. Das Schöne ist, mein Storage Keeper ist voll am Überquillen bei Pumba. Ja. Und ich habe genau den Dieb auf Pumba. Geil. Ich habe G55 Rüstung, G59 Waffe. Clean oder? Die 59er Waffe habe ich hier auf Killer Lady im Storage. Ist die clean oder was? Ja, alles clean. Ich rede von der Waffe, du Otto. Nee, war 60er Hose. Mhm. Wollen wir schon mal ins Village gehen? Ich wollte. Ja, dieses. Die Teleporter, den wir gekriegt haben, ne? Mhm. Ja, die ich hier geschickt habe. Ja, drücke ich mal drauf. Mal gucken, was passiert. Das Gute ist, hier ist ein Savage Keeper, da kann ich auch direkt gucken. Im Village ist keiner. Warte, bevor einer jetzt keiner. Irgendwo rumläuft. Das ist doch die Anfangsstadt hier, ne? Ja. Wo wir zuerst hinkommen. Ja, ja. So, hier schon mal Daily Quest. Hier war ich damals immer mit meinem Goss damals. Hab hier mal die Medis gekauft, hab einen auf Dealer gemacht. Du musst auch nicht Daily machen, du musst hier zu dem gehen, Kevin. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Brown Bears. I will help. Crazy also Demon hier bei, den, bei der alten Maschine oder was? Zu der Lady musst du hin und die erste Quest nehmen und die zweite. Help. Erste und zweite Quest. Kill Crazy Demon Walker? Genau. Die ersten beiden Quests. From Crazy Demons. Mhm. Habe ich die schon irgendwo? Ja, hier habe ich die. Hol ich die auch gerade mit dem Trickster, wenn ich eh schon hier bin. Nicht Crazy Demons, Digga. Also ich könnte die dann eine 60er Hose noch anbieten, Pumba. Ja, die nehme ich gerne dann dazu. Oh, gut, Trickster bringe ich jemand schon nach vorne. Wenn jemand da noch Klamotten über hat, also der Jan zum Beispiel noch irgendwas über hat, so kann er mir nur Bescheid geben. Ich hab jetzt gerade noch komplettes G60-Set über, aber das brauche ich halt bald selber wieder. Okay, wir merken uns mal die 18 Minuten für diese Folge. Selber drüber gehasselt? Ja. Oder? Das ist nicht gut. Das war es jetzt komplett, ich weiß. Ich mach mir echt die Mühe und hassel nicht drüber und der jackelt da. Jeder jackelt bis jetzt da drüber. Nur, dass ich es versuche halt zu pixeln. Ich war neulich mit einem Mädchen unterwegs, die habe ich innerhalb von ein paar Minuten drei oder vier Mal gemacht. Tschüss. Sei mal ehrlich, das ist dann nervig, oder? Wenn du weißt, boah, ich bin so ein... Naja, wenn du genau weißt, ich darf jetzt einfach eine halbe Stunde lang länger am Videoschnitt sitzen, weil ich einfach dumm war. Was soll ich jetzt hier machen? Stehen bleiben oder was macht er hier? Am besten luren und am besten in verschiedenen Richtungen, damit wir möglichst viele Mobs rankriegen. Ich kann nicht luren, weil ich habe kein Vieh zum Heiden. Brauchst du nicht. Dann nimmst du die Viecher halt dann zum Schluss. Die ploppen nicht, das ist das Gute. Ja, das Problem ist verschiedene Richtungen. Der Kevin läuft links, du läufst rechts oder wie auch immer. Ja, möglichst verstreut halt, ne? Weil wenn du mal guckst, wir brauchen von den Workers brauchen wir 80. Und von den anderen brauchen wir ein bisschen weniger, aber da gibt's auch weniger. Ne? Ich weiß nicht mal, ob die mich treffen. Ey, das ist das. Ich lauf Mitte. Kevin läuft aber dann links, rechts und... Ach komm, jetzt zickt er lang, haben wir noch. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber die ploppen nicht. Die kann ich einfach durchlaufen. Da das, kannst du einfach durchlaufen. Das Einzige, was passieren kann, dass du so irgendwann abschüttelst, wenn du zu schnell läufst. Ja, ich mach jetzt zickzack laufen. Ja. Yeah. Die sind ja gelb. Ja, richtig. Bei mir sind sie grün-gelb. Grün-gelb sind sie bei mir. Die sind bei mir rot-orange. Na, nee, der Grund, warum wir halt zu mehreren Luren, ist wirklich, damit wir die mit einem Lure fertig kriegen, weißt du?
Ja. Mhm. Ihr müsst mir sagen, bis wo ich laufen muss, also sonst geht das da hinten noch weiter. Wenn du auf der Weltkarte guckst, du siehst da. Das ist natürlich mal wieder nicht, aber. Valley of Barrier siehst du irgendwo. Ungefähr bis dahin kannst du luren, nicht ganz. Valley of what? Ja, also im Endeffekt, spätestens dann, wenn du Wölfe siehst, weißt du, du kannst umdrehen. Spätestens dann. Ne? Mhm. Ich habe jetzt auch schon ein paar Möpse hinter mir. Und dann können wir das ja so machen. Ein Lur kill ich. Ein Lur killt der Kevin. Oder halt du. Mhm. Und ein Lur killt dann der Kevin. Beim Kevin muss ich aber gucken, dass ich die auf jeden Fall mit dem Trickster zusammenziehe. Ja, wäre einfacher für ihn, ne? Ja, der hat nichts anderes. Hat er den Ghost nicht hier. Mit dem Ghost könnte er einfach reinspinnen. Ghost habe ich auch hier in der Nähe sitzen. Kannst du dann auch theoretisch einen Ghost holen, wenn du willst. Mir egal. Na, müsste ich dann nur Quest annehmen? Na, beide Questen mitnehmen. Partyleader ist immer noch der Trickster, also falls du den Ghost holst, sag einfach Bescheid, wenn du da bist. Dann lade ich dich kurz ein. Ja, ich bewege mich mal langsam mit dem Ghost. Lustig dran, lalalala. Ja. Also ich denke mal wirklich, wenn du das Five-Slot-Hanen-Mirror hast, was wir vorhin gesagt hatten, und da Crit-Essenzen rein hast und das Trinket zwei Stufen höher hast, also zwei Stufen werden 90 Gold-Coins sein. Kann ich dir gleich schon mal im Voraus sagen. Und auf jeden Fall 3-4 Wochen Raids, denke ich mal. Hier ist was geploppt, habe ich gerade gesehen. Das könnte sein. Ich stehe mit dem Ghost neben euch. Mhm. Oder neben dir, besser gesagt. Ich bin jetzt Military. Ah, ich hab's nicht angenommen, ich Idiot. Ich laufe nochmal eben schnell zurück. Mhm. Bis wohin soll ich laufen, ey? Bist denn du jetzt da? Du bist ein bisschen weit, du kannst umdrehen. Ich bin jetzt bei den Twisted Demons. Hier drehe ich jetzt auch um. Oh ja. Null, wieso verliere ich noch immer ab? Ja, die Twisted Demons. Die Twisted Demons geben mir so einen blöden Debuff. Na, da bin ich habe auch keinen am Arsch. Das ist halt das Schöne. Ja, aber Ike. Egal, der ploppt eh. Aber die ploppen eh, habe ich gerade gesehen. Ja, genau. Easy. Was auch ploppt, wenn du einen Conjurator auf dir hast, der Mobs spawnt. Die Mobs ploppen auch irgendwann. Oder ich glaube, die sterben, ich weiß es nicht. Mhm. Läuft auf jeden Fall. Also ich habe schon richtig viele hinten dran. Also wenn jeder so viel bringt wie ich, dann haben wir auf jeden Fall die Quest in einem Schlag fertig. Das war immer das Geilste, wenn wir hier früher Party gemacht hatten und eine Lure, eine Quest, weißt du? Klar, du lurst ewig. Mhm. Und früher haben wir auch teilweise 5 Lure für hier benutzt, ne? Also mit 3 Luren sind wir noch ein bisschen mager aufgestellt. Dass wir halt wirklich alle paar Minuten so einen Lure killen konnten, aber du, für unsere Zwecke reicht es, so ein paar Lures killen hier. Mit ein bisschen Glück gibt's ein paar Baked Eels, ne? Die kannst du zum Beispiel auch mit deinem kleinen Dieb dann verwenden. Weil Baked Eels sind ab Level 1. Ja, weiß ich ja. Ja, genau. Lauf jetzt, du müsstest mir jetzt entgegenkommen, glaube ich, ne? Das kann gut sein. Ja, ich sehe den grünen Punkt. Ich drehe um. Ja, ich bin jetzt auch langsam auf dem Rückweg. Da hinten komplett. Ja. Ja, ich lure ausführlich. Soll ich meine Mobs abstellen in der Mitte? Wenn sie jemand findet, auf jeden Fall. Ja, sind ja direkt auf dem Weg zurück von euch. Das Thema ist, ich kann nichts abstellen. Ich kann nichts abstellen. Das ist egal, dann läufst du halt so lange mit den Mobs rum, bis wir reinkommen. Das passt schon. Ich mach den Lurensohn. Lustig, tralalala.
verliere die teilweise sogar, weil ich so viele habe. Ja. Aber kann ich nicht ändern. Plop. Also die Viecher kannst du mit Pumper, denke ich, auch locker solo machen. Ich habe Kevin seine Drops gefunden. Geil. Ich muss auf jeden Fall mit Map arbeiten, damit ich weiß, wo ich ungefähr hin muss. Ja, ich denke mal, dass ich die Solo auch kriegen würde. Die kriegst du locker solo down. Wir können es ja bis so. Jetzt, was? Bis jetzt habe ich noch nicht mal Damage bekommen im Luren. Ja. Wir können es ja so machen, dass du gleich die Lure komplett solo nimmst, ohne irgendein Bless oder so. Das Einzige, was ich machen würde, Self-Bless, mit dem Trickster und die Viecher kurz ein bisschen zusammenziehen, damit die nicht so rumwuseln. Ich würde ja meine Viecher dann noch. Wobei, das ist dann blöd. Ich glaube, das kriegst du nicht hin. Weiß nicht, ob du das dann zusammengelurrt kriegst. Also ich habe so viele, dass mir die stehen bleiben. Ja, dann müssen wir mit zwei Lurern reinkommen, das bringt sonst nichts. Das bringt sonst wirklich nichts. Oder die Stüchen. Also ich sehe dich auf jeden Fall schon mal, zumindest mal das, was hinter... Alter Schwede! Also die Quest ist auf jeden Fall auf einen Schlag fertig, das gefällt mir. Das Luren habe ich im D3 gelernt. Voila. Hier sind die 13 bei mir habe ich schon 13 Demon Worker. Mit dem Goss? Also beim Goss. Ja? Na, kann sein, wir waren hier mal. Ja, ich habe die erst neu angenommen, deswegen. Komisch. Du bist hinter mir? Ich bin knapp hinter dir. Okay, dann drehe ich jetzt nochmal ab. Mach nochmal so einen kleinen Kreis. Alter, nicht diesen scheiß Stein anschießen, du Idiotensohn. Es ist dein Trinket angegangen. Ne, jetzt entweder eine Minute warten oder ich okay, die eben schnell. Scheiß drauf. Egal. Ihr braucht schon Trinket, Digga. Trinket ist wichtig. I should you not Trinket. Hey, ich seh auf jeden Fall, ja, ihr habt mindestens einen Conjurator dabei. Ja, die sind gut. Ein was? Conjurator. Das sind diese Spawner-Viecher sind das. Die können Mobs spawnen. Du hast einen am Arsch und Pumba hat einen am Arsch. Ich hab, glaube ich, mehrere am Arsch. Ich kann es dir nicht sagen. Ich sehe nichts. So, wer attackiert? Du gleich. Komm erstmal zu mir rüber. Ja. Ne, du hast zwei am Arsch. Ja, mehr wie jetzt komme ich nicht ran. Das reicht schon. Ja, das sollte reichen. Ah ja. Yalla, gib ihn. 50, voll. Nice. Ja, guck, die schaffst du locker solo. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen dieser Folge. Wir luren in der nächsten Folge nochmal ein, zwei Lures und irgendjemand ist raus. Zenit ist abgestürzt. Oh, okay. Mehr Geld für uns. True. Schaut auf jeden Fall bei den anderen beiden Bekloppten rein. Und wie gesagt, wir luren nochmal eine Folge lang Worker, weil ich wollte ihn mit dem Dieb nochmal killen. Und ja, ciao. Mhm. Tschüss.